Willkommen zurück zu Desi Epoch Generous. Ja, der Ivan mit dabei wieder. Hallo. Sieht das nicht schön aus, wenn ich von hier aus so gucke, was ich alles schon habe? Toll. Eigenlob stinkt, oder? Na, das ist mir egal, aber ich finde einfach, ja. Ich habe dir keine Überraschung in den Rucksack gelegt. Ja, deine Überraschung kenne ich. Schokoriegel, wa? Nein, guck doch mal nach, außerdem ist es kein Schokoriegel. So, Moment, ich werde jetzt erstmal, ach ne, brauche ich nicht markieren. In deinen Rucksack gucken. Okay. Ich habe gelogen, ich habe da keine Überraschung dagelassen, ich habe dann das, was du drin hattest, genommen. Warum? Hast du kein Essen? Doch, aber ich wollte, dass du keins hast. Wenn mein Essen trinken wir. Ja, ist ja gut. Das geht übel schnell runter hier, ne? Ja. Ich meine, ich hab im LKW noch über 10 oder so Büchsen und trinken auch. Und einer hatte mir geschrieben, nee, ich fliege, weil ich weiß nur. Oh, nur du weißt. Oh. Mission Riesenflugzeuge, die ich ja nie anfassen würde. Ach, Riesenflugzeuge? Ja, die ganz große, die C-130. Ah, ich dachte MV-22, du sagst. Nee, die kann ich ja mittlerweile im Auto-Ding selber zum Airport bringen. Auch wenn es nur... Fliegst mit? Auch wenn es nur... Nee, ich muss ja mit dem Heli dann begleit... Fliegst mit in dem hässlichen Ding. ...machen. Dann fliegst du aber vor mir, damit ich arschen, damit in dich reinfliegen kann. So, ich fliege erstmal zu der hier, obwohl hier oben im Wald noch eine MV steht, aber die ist schon sehr beschädigt, weil ich, das war meine ersten Flugversuche und da bin ich immer gegen die Bäume und so, weißt du? Ja, das war nicht so schön. Arme Ding. Musstest leiden wegen dir, weil du nicht fliegen konntest. So, hier müsste eigentlich irgendwo jetzt die erste kommen. Ich will dir gerne was sagen, aber ich muss gehen die ganze Zeit, das gibt's nicht, ey. Ja. Du und deine Orientierung, hier ist weit und breit kein okay, da hinten hast du recht. Ja, boah, jetzt hätte ich mich beinahe wieder verschluckt. Jetzt was gekotzt, so hat sich So, ich weiß nicht, ob du die hochkriegst. Ich kann es nur bergab versuchen, weil bergauf komme ich mit dem Scheißteil nicht. Vielleicht sollte man hier die Bäume noch entfernen. Was meinst du? Ich komme mit dem Ding nicht bergauf. Ja, ich meine die Bäume hier bergab. Wie lange willst du da hacken? Hocken, ja. Nee, wie lange willst du da hacken? Weil ich muss das... Alter, ich kann es probieren. Warte. Kannst gleich wieder in die Luft gehen. Nee, warte mal. Nein. Ich muss mal überlegen. Hat das Ding überhaupt Sprit? Ja, der müsste voll sein. Oh, ich habe gerade einen Megaleck gehabt. Naja, ich flieg doch lieber wieder. Und müsstest du dann beim Airport, schnell, ne? Weg. Beim Airport landen. Ja, ich muss erstmal damit hochkommen, Junge. Sieht gut aus, ne? Ah, du drehst und machst Anlauf und dann... Oder wie? Glaube ich. Ich weiß nicht, was ich tue. Ja, in die Richtung dürften keine Bäume mehr kommen. Ja, ich hoff's. Scheiße. Da ist Map Ende, weißt du? Könnte wehtun. Das könnte... Oh ja, das wird wehtun. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zieh halt hoch, die Scheiße. Oh yeah. Oh nein, das wird wehtun. Wo ist die... Ich sehe... Das Ding nicht hoch? Du bist im Nebel verschwunden. Das Ding zieht nicht hoch. Wo bist du? Wir sehen uns links irgendwo. Ich versuche Richtung Base zu fliegen von dir. Das Ding... Alter, wie ein Stein. Ich bin 2,7 Kilometer von der Seezunge weg. Daniel, ich krieg das Ding nicht hoch. Ich sehe dich ja nicht mal.
Zu viel Nebel. Mede, Mede. Ach, da unten. Ne, da ist noch ein Heli. Oh, 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 Baum, 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 Baum. Oh. Und weiter Spaß. Hier unten steht noch ein Heli. Oh, das hat wehgetan. Oh. Ach ja, ich hab noch einen Sledgehammer dabei. Alter, war das was. Hör mir auf, ey. Wenn ich doch wüsste, wo du bist. Du bist gerade an mir in der Nähe gewesen. Ich höre dich noch. Ich komm mal weiter runter. Du bist zu weit weg. Okay, dreh ich nochmal. Da hinten man steht nämlich... Man hat hier schon, indem man auf den Baum haut, oder? Okay, das Ding ist frei. Ja, kommst näher. Ach, du bist hier im... rechts, glaube ich, musst du. Niemandsland. Nee, ich hab ein kleines Problem, Daniel. Wo bist du? Ja, ich weiß auch nicht, wo du bist. Haben wir schon beide was gemeinsam. Uiuiuiuiuiuiuiui. Du musst ein bisschen rechts. Rechts. Da steht ein Flugzeug da vorne, wenn ich rechts fliege. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Nicht ein Flugzeug, hier so eine Cessna. Und da hinten steht noch ein Heli. So ein großer, oh, dem. Scheiße. So ein großer, oh, Heli, Scheiße. Die man. Was denn? Oh, 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 oh. Versuchst du das Ding immer noch zu starten? Ich war ja damit schon in der Luft. Echt? Ja, ich bin sehr weit geflogen, nur ich bin nicht hochgekommen. Ich bin über den Boden die ganze Zeit geflogen. Und wo bist du jetzt? Ich höre dich auf jeden Fall. 600 Meter bist du von mir entfernt. Da ist ein Heli da unten. Ja, beim Heli bist du? Da ist eine Merlin oder sowas. Nee, das ist wieder so ein großer, den man nicht verkaufen kann. Ja, ich sehe auch die Cessna. Ja, okay, dann bist du da. Aber ich bin näher an dem Heli dran. Ja, ich sehe dich. Kannst den ja mal, den Heli, kannst du ja mal zu Base fliegen. Alter, ich habe das Flugzeug gestartet gekriegt und sogar in der Luft alles. Hast du ja gesehen, glaube ich, oder? Und dann zeige ich dir mal die zweite. Aber das Problem war... Aber ich glaube, das Problem, die zweite hat nicht so viel Sprit und die zweite, die steht auch richtig kacke. Die stand gerade kacke. Nee, da stand die noch gut, weil wenig Bäume und so und Richtung hier Map-Ende, ne? Aber ich glaube, die ja, andere... Wenn du zu weit Map-Ende fliegst, dann ist Schicht im Schacht. Naja, ich weiß. Dein Heli hat den Schlüssel jetzt oder nicht? Welcher? Den du jetzt gerade fliegst. Nee, der hat auch keinen. Die einen Schlüssel haben, die benutze ich ja nicht, ne? Weil ich Angst habe, die zu also verlieren. Der Hauptrotor ist rot. Der Hauptrotor? Aber er dreht sich. Naja, sehe ich. Fliegt noch. Ja, den... Ich glaub... Oh. Ah, der hat einen kleinen Rechtsstrahl, ich sehe schon. Einen kleinen? Ja, den ganz schön. Ah, ah. Uiuiui, komm mir nicht so nah. Weg, 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 weg. Alter, ist das gefährlich. Kommst du runter? Ja, ja. Ich hab hier einen Freund nämlich. Au! Du Sau! Oh, ich blute! Hilfe! Hilfe! Lande doch, Mensch! Lande! Aggressiver Zombie? Ach, halt's Maul, komm runter, Mensch, der klatscht mich weg! Ja, land mit dem Baum. Dann hab ich auch irgendwas zu sehen. Ja. Alter, ich krieg euch gerade graues Bild, egal, das sieht man besser. Du, da habe ich mir meinen allerersten Heli, den ich mir auf der Map gekauft habe, war so einer hier, ne? Da schlag dich gleich mit der Axt. Und... Na, es war ja auch ein Franzose. Die haben es in sich, die Zombies. Also hier der Franzose. Den gebe ich du aber. Und du, da wollte ich mit dem Heli quasi dann zu Missionen immer fliegen, richtig schön bequem und die Mission machen, ne? Gleich bei der ersten Mission haben die mich doch vom Himmel geholt. Fand ich echt nicht lustig. Also das Flugzeug ist quasi rechts. Ja, das ist ja jetzt im Eimer.
Nö, es könnte noch fliegen, aber da ist halt Wald jetzt davor. Ja, ja. Gucken wir uns mal das andere Ding an. Ich hatte es in der Luft, wirklich. Ja, glaube ich dir. Ich habe dich auf einmal nur nicht mehr gesehen, weil übelst viel Nebel da war. So, die andere müsste hier vorne irgendwo sein. Ich muss bloß das Meer sehen, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Ja, jetzt bist du Seezunge quasi. Und da unten ist eine kleine Base. Ne, da ist ein Flug, eine MV-22 mit einem Ball. Ah, die kriegst du doch da nie raus, ne? Mit Hacken. Das ist halt Bäume hacken, wie bekloppt da. Aber wo ist die Osprey? Ja, für die kriegst du auch... Moment, ich muss mich orientieren. Also Mann, das Base ist schon komisch. Manchmal ist der Nebel so extrem und manchmal kannst du aber auch richtig weit gucken. Links von dir jetzt ist dein Häuschen, dein alles. Ach, da bin ich. Okay, dann muss ich noch weiter hier vor. Ach, das war die MV22, die ich meinte, die beschädigt ist, die ich meine ersten Startversuche damit. Das ist die da im Wald. Dann müssen wir hier weiter vor. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh wow. Links. Links. Das andere links. Links. Links, da bringt's. Links, 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 hart, hart, links, hart, links, hart, links, hart, links, hart, links, härter, härter, härter. Und runter. Ah, da. Oh, hier kann ich doch, da kann ich gut abheben, das ist wunderbar. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie viel Sprit die hatte, jedenfalls, die hatte nicht so viel wie die andere. Daniel, das Schlimme, das Problematische, sag ich mal, ist das Landen. Naja, ich weiß, du musst vom Meer, ne? Ich weiß. Und dann richtig schön... Einmal habe ich es geschafft, und, also ich bin schon öfter mit dem Ding gelandet, aber halt nicht... Bei der MV22 kannst du ja automatisch... Das war mein Fehler, deswegen ist eine bei mir in die Luft geflogen. Ich war kurz vorm Airport, dann steht da automatisch landen, dann dachte ich, na, da kann ich doch mal automatisch landen machen, ne? Auf einmal gingen die Propeller wieder nach vorne und ich war total irritiert, weißt du? Und ja. Und weg war er dann, ne? Bumm. Ja, es passt, ich komme schon weiter. Okay. Schauen wir das ein bisschen weiter von oben an. Ich bin mal gespannt, ob da wenigstens eine. Titsch nicht ins Meer auf? Ich bin Richtung Meer. Aber du fliegst. Ja. Oh, wie schnell ich dich mal nicht sehe. Ich flieg mal schon zum Airport. Ich flieg hier auch 300 Sachen. Ja, du bist natürlich schnell weg. Klar. 350 sogar. So, ich markiere mir mal den Airport. Oh, ich flieg Richtung... Ich war aus dem Map draußen und so. So. 3000 Meter. Alter, ist das Ding schnell, ne? Ja, wenn es erstmal richtig Speed, also, ne, hat, ist ja bei der MV22, die fliegt ja auch 500. Das ist ja das, was mir so Angst macht. Wenn die so schnell übers Ziel hinausschießt.
Oh oh. Hast du den Airport markiert? Ja, hab ich. Hast du es gesehen? Nein, wieder, ist doch überall Nebel. Nein. Ach, du bist schon beim Airport oder was? Ja, ich hab noch 1,3. Alter, ich hatte links und rechts einen Baum, ne? Und ja. Ich bin wirklich so geflogen, dass ich den Baum hätte erwischen können von der Höhe her, ne? Und links und rechts, ich bin quasi durch die zwei Bäume, ich hab's gerade so durchgeschafft mit der fetten Biene. Ach so. Schau mal, schau mal quasi hinter mich, ne? Ja, Moment. Da muss ich kurz in den Auto rüber, damit er sich schneller dreht. Ja. Du siehst doch das kleine Häuschen links hinter mir. Ja. Und da ist doch ein Baum direkt in dem Häuschen, ne? Ja. Und dann verläuft so eine Straße zu einem Baumgrüppchen. Ja. Genau, bei dieser Straße, da bin ich durchgeflogen. Oh, das ist eng. Ja, und ich war keinen Meter über dem Boden. Kannst du hier noch... Ich kann noch eine Runde drehen, aber ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht nochmal zu landen. Wir werden sicherlich noch eine finden. Warte mal, ich muss mal überlegen. Irgendwo hatte ich auch noch... Den Landeanflug musste ich 3 Kilometer vorher schon machen. Ich glaube nämlich, für die gibt's 2 Briefkästen, wenn ich mich nicht irre. Da hinten steht ein Panzer. Ja, aber... Abgeschlossen. Hast du gehört, 3 Kilometer vorher landen? Ah. Ach so, das kannst du da eingeben, oder was? Nee, das muss ich selber schätzen. Ach so. Und du hast es nicht auf Aufnahme, wie ich das geflogen habe, Alter. Nee, du warst zu schnell. Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Ist das ein Zombie hier unten gewesen, der gerade gerannt ist? Okay. Tada! Kauf mal von die 2 Briefkisten eine normale Mii. Eine normale Mii? Hm? Oh oh. Zombie, geh weg. Die fehlten mir noch. Zombie, ich warne dich. Ich kauf jetzt eine Mii, Zombie. Und ich habe eine Mii gekauft. Sehr schön. Die kostet 2 Koffer. Ja, ja. Wie viel habe ich gerade mal bekommen? Ja, ich weiß. Gewonnen wie zerronnen, ne? Aber ich liebe einfach Helis. Und ich habe mal gesagt, also ich will hier jeden Heli haben, den es gibt. Alter, und ich habe das nicht aufgenommen, wie ich das Ding geflogen bin. Das glaubt mir nie jemand, dass ich geschafft habe, mit dem Ding zu landen. Jeder weiß, dass ich nicht fliegen kann. Aber du hast ja wieder mal bewiesen, dass du es kannst. Ich kann das Ding könnte ich gar nicht fliegen. Ne? Wohin jetzt? Na, erstmal zu Base. Oh, ich höre dich näher kommen. Uiuiui. Oh, wie er unter mir lang fliegt, ey. Ah, die Mili ist schon schnell. Und was für einen geilen Ton die von sich gibt, wa? Ja. Voll erschmetternd. Kannst ja versuchen, da, wo die andere Mili steht, am Waldrand da ein bisschen. Obwohl, da wird es immer schräger, glaube ich. Ach, pack sie einfach da, wo du kannst. Pass auf, jetzt jag ich alle 3 in die Luft. Nee. Oder? Hab ich das? Moment. Ey, da kommst du auf den Blackhawk auf. Musst du mal ein bisschen. Kannst du auch weiter hinten parken. Ja, da so. Stell sie da hin.
Ja, da habe ich jetzt schon zwei. Einmal das Armee-Modell und einmal das Modell. Das wird so ein Heli-Museum hier, weißt du? So, den Schlüssel tue ich den Rucksack. Nee, den kannst du in der Lockbox tun. Grün 67. Wo ist die Lockbox? Ah, da, okay. Ah, da bei den Bäumen. Ach nee, Moment, die ist voll, glaube ich. Dann nimm vorher was anderes raus. Musste aber. Ja, aber ich hab noch einen Hammer dabei. Na, dann nimm mal eine Waffe raus. Du wolltest ja sowieso dir eine Waffe aussuchen. Oh, okay. Wenn du die AS-50 nimmst, hast du allerdings nur 10 Schuss, ne? Nee, das ist ja doof. Ich hab zwei AS. Gibt ja sowieso nichts, auf was ich schießen soll. Ja, und, naja. Wie gesagt, du könntest ja dann eine, quasi eine. Ich hab schon eine Waffe. Banditenmission. Nur Schlüssel rein und was soll ich jetzt? Ich nehme die Angelrute raus, die brauchst du doch gar nicht. Naja, ich dachte vielleicht irgendwann mal angeln, so am Schwarzen See. Ach, hör doch auf. Man weiß ja nie. Ach, hör doch auf. Die wollte ich nicht, ich wollte keine AS-50. Nein, nochmal aufmachen. Und weißt du, was ich noch herausgefunden habe? Es gibt hier auf den, man findet zwar DMR-Munition, die kann ich ja splitten hier für meine M40, ne? Ja. Aber es gibt keine DMR. Also ich habe ja schon 3-4 Missionen gemacht und hab da bei den NPCs keine gefunden. Man kann keine kaufen nirgendwo. Das ist Müll. Ja, gerade meine Lieblings. Da hab ich also dann schon gar keine Munition für die Labura Magnum. Ne, die kannst du aber kaufen. Ja, super. Da ist doch noch Geld drin, ne? Ne, ich will, dann nehme ich die. Oder nimmst du eine andere? Ach, die ist sogar mit Nachtsicht, die M110. Konntest du jetzt Nachtsichtgerät ausrüsten? Ja, habe ich. Okay. Oh, jetzt? Ich habe Hunger. Angelrute wegschmeißen. Einmal Flash. Dann werde ich auch gleich mal was trinken. Oh, ja, sollte ich auch machen. Perfekt. Ah, nee, das splitte ich noch nicht. Darf ich dich einmal erschießen? Ich hol dich auch ab. Nein. Oh, schade. Immer diese alte Tour. Ich dachte, du willst, dass ich Hero werde. Ach so. Ja, das wäre der schnellste Weg, ne? Aber nee, da muss ich wieder neue Klamotten anziehen. Die kriege ich nämlich nicht wieder von der Leiche. Nee, das musst du dir schon verdienen bei der Mission. Das geht auch du schnell. Musst du dir schon verdienen. Du brauchst ja, bloß 10... Tust du laufen stöhnen? Was? Na so... Ja, ich habe mir wehgetan durch den ersten Flieger. Ach so, und das, ach ja, das habe ich mich auch mal gefragt. Ich habe einen Unfall gebaut mit einem Auto. Jetzt nicht tragisch eigentlich, ne? Und da hat er die ganze Zeit immer, obwohl ich keinen Schaden genommen habe, nichts, immer, ich sag, was hast du denn? Wird nichts angezeigt. Wollen wir mal zu der MV22 da oben gehen? Sofort. Hör dir mal meinen schönen Wackelkopf an. Komm mal mit. Zeig. Oh Mann. Guck mal, warte. So und la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 l
Nee, noch nicht. Weil ich warte, ich muss mal. Ah ja, es wird schon, sehe ich. Da! Daneben! Jetzt hat er aber noch voll in den Arsch geschossen. Ach, schau, du Sau. Oh, das ist ja hier so ein Armeeauto, ne? Ey, ey. Kollegen, ganz ruhig, ja? Das ist, Das ist bestimmt abgeschlossen, ne? Weiß ich nicht, ich werde es herausfinden. Aber selbst wenn es nicht abgeschlossen ist, ja, na gut, hier tut ja keiner was klauen. Das Glück ist mir hold, das Glück ist mir hold. Ich hab heute nur Schwein. Ja, liegt ja hier, ne? Wo bist du? Hier beim Schwein. Ich nimm's mal aus. So. 4-mal Rohrspeck. Ja, schön. So, fahr mal bitte. Ja, jetzt weiter rechts. Hallo? Bitte was, ja? Ein bisschen rechts jetzt weiter. Müsste jetzt so, ja. Noch ein Stück rechts, glaube ich. Noch weiter rechts, da oben steht sie, siehst du? Ja. Ja, da müssen wir wahrscheinlich die Bäume wieder entfernen. Aber ich kann ja, ich muss eh gleich einen Schnitt machen. Das können wir dann offline machen. Weil mit der darfst du jetzt wirklich nirgendwo mal anstoßen, sonst ist vorbei. Und für die gibt es einen Briefcase. Okay. Warum fährst du durch den Baum? Ich fahr gegen den Baum. Und bumm. Das war's. Nimmt der Schaden? Bisschen. Wie hast du das Ding da reingekriegt? Die Bäume waren vorher nicht da. Musst du dir vorstellen, ringsrum, ne? Die waren war nicht da. Ja, die hatte ich alle umgehackt. Auch hinten der Baum und alles. Die müssen wir jetzt erst wieder umhacken. Okay, das machen wir jetzt schnell mal. Ich mache jetzt hier aber mal einen Schnitt und sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, diese Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, ciao. Ciao, ciao.